So ein friedlicher Tag. Ich führe ein stinknormales Leben, in dem nie sonderlich was passiert. Hab die Uni abgeschlossen und danach bei einem großen Bauunternehmen angefangen. Da habe ich auch Karriere machen können und verdiene gar nicht mal schlecht. Ich bin jetzt 37 und hab's ziemlich gut. Sollte mir überhaupt etwas fehlen, wäre das wohl eine Frau an meiner Seite. Tatsächlich hatte ich in all den Jahren noch nie eine gehabt. Naja, ohne geht's mir eigentlich auch ganz gut. Herr Mikami! Oh. Hallo, hier drüben sind wir. Tamura, Verzeihung, ich bin spät dran. Worüber wolltest du reden? Freut mich wirklich sehr. Ich bin Mio Savatari. Ich habe Sie schon ein paar Mal gesehen, aber es ist das erste Mal, dass wir miteinander sprechen. Oh, hallo. Ich bin Satoru Mikami. Von Ihnen habe ich natürlich schon so einiges gehört. Was meinen Sie damit? Naja, das ein oder andere Gerücht eben. Es gibt Gerüchte über mich? Miho, er zieht dich doch nur auf. Herr Mikami, sowas können Sie doch mit ihr nicht machen. Tut mir leid, ja? Was soll das Ganze? Geht sie etwa um eine Hochzeit? Hier lässt es sich nicht gut reden. Lasst uns einfach was essen gehen und dabei ein bisschen plaudern. Sie mögen doch Yakiniku, nicht wahr? Ich habe in einem guten Laden reserviert, der das führt. Verdammt. Sogar einen Laden mit meinem Lieblingsessen. Die Kids haben's wirklich drauf. Er ist gleich davon. Ich habe wohl keine Wahl. Ich spiele das Spiel einfach mit. Tamura! Mikami! Was ist hier los? Mir ist so heiß. Ich will das nicht. Bestätige. Wärmeresistenz wurde erfolgreich erlernt. Ich wurde erstochen und sterbe? Das darf nicht sein. Bestätige. Stichwaffenresistenz erfolgreich erlernt. Fahre fort. Physisresistenz wurde erfolgreich erlernt. Ein Rettungswagen! Bitte schnell! Das tut weh. Blut. Bestätige Schmerzblocker erlernt. Erstellen eines Körpers, der kein Blut benötigt. Erfolgreich. Kannst du nicht einfach den Mund halten, Tamura? Geben Sie jetzt nicht auf! Durchhalten! Es ist zu kalt. Kälteresistenz wurde erfolgreich erlernt. Durch das Erlernen von Wärmeresistenz sowie Kälteresistenz werden die Skills zu Wärmeschwankungsresistenz. Sterbe ich? Jetzt etwa? Tamura! Du musst die Festplatte aus meinem Computer ausbauen. Geh damit ins Bad. Die Daten müssen komplett zerstört werden. Hä? Zerstörung der Daten durch Stromschlag. Unzureichende Informationen. Fehlschlag. Alternativmaßnahme. Elektrizitätsresistenz. Zusätzlich wird Lähmungsresistenz erlernt. Erfolgreich. Herr Mikami. Ich bitte dich. Dabei hatte ich heute doch nichts anderes im Sinn, als vor Ihnen mit Mio anzugeben. Meine Güte. Mach dir nichts draus. Oh, Herr Mikami. Mach sie glücklich, ja. Habt ein schönes Leben zusammen. Und denk an mein Computer. Dass ich echt als Jungfrau abtreten würde, hätte ich nochmal die Chance, würde ich den Frauen mehr hinterherjagen. Unique Skill. Raubtier. Erfolgreich erlernt. Es heißt, eine 30-jährige Jungfrau wird ein Magier. Dann wäre ich mit meinen fast 40 sicher schon ein Weiser. Vielleicht sogar ein großer Weiser. Extra Skill Weiser erlernt. Außerdem wird der Skill zum Unique Skill großer Weiser aufgewertet. Erfolgreich. Ich bitte euch, seid jetzt langsam endlich ruhig. Herr Mikami? Mikami! Ich kann.
Ich kann überhaupt nichts sehen. Wo bin ich nur? Was ist passiert? Ich glaube, jemand hat mich mit Weiser und großer Weiser aufgezogen. Ach ja, ich wurde erstochen. Ich erinnere mich, ein gutes Zeichen. Ich bin okay. Jetzt heißt es, einen kühlen Kopf bewahren. Das letzte Mal, als ich die Nerven verloren habe, war, als ich in die Grundschule ging und mir voll in die Hosen geschissen hatte. Also, ich wurde erstochen. Was war dann? Mir tut schon mal nichts weh. Und kalt ist mir auch nicht. Aber ich kann meine Augen nicht öffnen. Ich sehe nichts. Meine Hände. Meine Füße. Ich spüre sie nicht. Mein Körper. Oh, ich kann mich bewegen. Und mich herumtasten. Was ist das? Etwa ein Fels? Dann bin ich definitiv nicht im Krankenhaus. Aber wo sonst? Hä? Was ist denn das? Eine Pflanze? Ob ich meinen Mund bewegen kann? Meine Stimme? Nichts. Ha! Es hat sich aufgelöst. Oh! Ich kann richtig spüren, wie es meinen Körper durchdringt. Was ist bloß los mit mir? Irgendwas stimmt nicht. Ein Mensch kann keine Pflanzen schmerzen lassen. Das macht keinen Sinn. Oh. Hä? Was? Heißt das, ich bin doch gestorben? Was wurde aus Tamura und Savatari? Ob er sich um meine Festplatte gekümmert hat? Was ist mit mir passiert? Ich federe irgendwie, als wäre mein Körper elastisch. Meine Körperoberfläche ist... Oh, aha, so ist das also. Was zum Teufel ist hier los? Ich war doch ein Bild von einem Mann, meiner Meinung nach. Und nun habe ich irgendwie eine Stromlinienform verpasst bekommen. Was soll dieser Mist? Als würde ich sowas akzeptieren! Aber jetzt bin ich wohl ein Schleim. Und kein Mensch mehr. Das bedeutet, ich wurde erstochen und dann wiedergeboren. Als Schleim. Seit meiner Reinkarnation sind einige Tage vergangen. Mein neuer Körper hat sich als überraschend praktisch herausgestellt. Es hat ganz den Anschein, dass ich weder essen noch schlafen muss. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich dann diese Pflanzen futtere. Na, weil mir super langweilig ist. Ach, eigentlich sinnlos. Aber irgendwie muss ich ja meine Zeit totschlagen. Ach, mit wem rede ich hier überhaupt? Trotzdem frage ich mich schon, wo das ganze Zeug landet. Ich gehe ja nicht mal aufs Klo. Antwort. Ah! Es wird durch den Unique-Skill Raubtier im Magen eingelagert. Diese Stimme, die habe ich doch schon bei der Messerattacke gehört. Wer bist du? Antwort. Ich bin der Effekt des Unique-Skills großer Weiser. Durch die hohe Ausprägung der Fähigkeit ist es mir möglich, sehr schnell auf Anfragen zu reagieren. Großer Weiser. Wenn du Skill sagst, meinst du damit meine Fähigkeiten? Und was ist Raubtier? Vertilgte Beute wird im Körper eingelagert und dort analysiert. Dadurch können auch die Skills dieser Objekte erlernt werden. Nach erfolgreich beendeter Analyse ist Mimikry möglich. Wow! Der Magen lagert alles ein, das erbeutet wurde. Es kann auch Schädliches, das nicht mehr analysiert werden muss, aussondern. Raubtier scheint ja echt eine erstaunliche Fähigkeit zu sein. Sollte ein Schleim sowas überhaupt können? Okay, dann will ich das mal ausprobieren. Kann ich die Pflanzen analysieren, die ich gefuttert habe? Analyse abgeschlossen. Hippoktegras. Ein seltenes Heilkraut, das sich nur an Orten vermehren kann, die über eine hohe Konzentration an Magie verfügen. Wird häufig in Heilmitteln verwendet. Magie? Magie. Ein speziell energetisches Konstrukt, auffindbar in So, dass ich es verstehe! Die Kraft, welche die Lebensgrundlage aller Monster darstellt. Lebenskraft also. Aha, verstehe. Und diese Höhle ist offenbar voll davon, weshalb diese Unmengen Hippoktegras hier wachsen. Das heißt, ich kann das Gras in meinem Magen analysieren. Und wenn ich es ansammle, könnte ich damit innerhalb meines Körpers Wund- und Heilmittel herstellen und die dann für später einlagern, richtig? Exakt. Hab's kapiert. Na dann...
Also habe ich damit begonnen, hier das gesamte Hypoktokas zu verputzen. Währenddessen stellte ich gleichzeitig mit dem Zeug Heilmittel in meinem Magen her. So bin ich dann im Ernstfall vorbereitet. Ist doch praktisch. Hab ja eh nichts Besseres zu tun. Puh. Unglaublich. In dieser Hülle wächst ja ein ganzer Batzen dieses wertvollen Grases. Ob dieser Stein dann auch irgendwas wert ist? Magieerz. Wenn Erz über einen langen Zeitraum Magie ausgesetzt ist, absorbiert es diese nach und verändert sich dabei. Magieerz ist sehr wertvoll. Was? Ernsthaft? Na dann! Nehme ich das gleich auch noch mit. Ich habe also alles verputzt, was mir so in die Quere gekommen ist. War ja auch alles voll damit. Das reiste All You Can Eat, Bibi! Wie jetzt? Bin ich gerade etwa ins Wasser? Ein Schleim treibt offenbar nicht auf der Oberfläche. Werde ich diesmal wirklich sterben? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade ertrinke. Einen Moment, habe ich bisher überhaupt geatmet? Ich glaube nicht. Aber was mache ich jetzt? Echt verzwickt. Ich hab's! Ich saug einfach Wasser auf! Puh! Okay! Es wurde der Skill Wasserdruckantrieb erlernt. Das ist ein wenig zu schnell! Gegen die Wand geknallt, aber ich spüre keinen Schmerz. Antwort: Durch das Erlernen des Skills Schmerzblocker empfindest du keine Schmerzen. Verletzungsgrad deines Körpers bei 10%. Spezies-Skill Selbstregeneration aktiviert. Also spüre ich keine Schmerzen, kann mich aber sehr wohl verletzen. Du? Oh. Habe ich mich gerade eigenständig komplett geheilt? Krass, was für ein praktischer Körper. Trotzdem. Von jetzt an sollte ich etwas vorsichtiger sein. Hörst du mich? Kleines Wesen. Kannst du mich hören, Winzling? Hey, ich weiß, du kannst mich hören. Bin ich etwa gemeint? Also antworte mir. Das sagt sich so leicht. Ich hab keinen Mund, also wie soll das bitte gehen? Hey! Mann, halt den Rand, du Kahlkopf! Oh, du wagst es, mich Kahlkopf zu nennen? Du bist ganz schön mutig. Ich habe versucht, nett zu sein, da ich seit Ewigkeiten keinen Besuch hatte. Aber du scheinst den Tod herbeizusehnen. Es tut mir leid, wirklich. Ich wusste nicht, dass du meine Gedanken lesen kannst. Ich habe doch weder Augen noch Mund. Es hat mich beeindruckt, dass du das sagtest, als ich dich ansprach. Aber du kannst mich gar nicht sehen, oder? Na gut, dann werde ich dir dabei helfen. Jedoch stelle ich ein paar Bedingungen. Also, was sagst du? Und was sind das für Bedingungen? Ganz einfach. Wenn du sehen kannst, erschrickst du nicht vor meinem Anblick. Außerdem musst du wiederkommen, um dich mit mir zu unterhalten. Das ist alles. Bist du damit einverstanden? Das ist wirklich schon alles? Ja, die Wahrheit ist, ich wurde an diesem Ort vor 300 Jahren versiegelt. Seitdem habe ich nichts zu tun und es ist unerträglich langweilig hier. Also, was sagst du? Also, der Punkt mit dem versiegelt macht mir etwas Sorgen. Aber was soll's, ich mach's. Es gibt einen Skill, der sich magische Wahrnehmung nennt. Schon davon gehört? Nein, bisher noch nicht. Durch ihn kannst du die Magie um dich herum erspüren. Die Fähigkeit, Magie zu spüren, soll mir dabei helfen, sehen zu können? Gut, probieren geht über studieren. Ja! Oh, da ist was. Ist das etwa Magie? Wow. Extra Skill, magische Wahrnehmung erlernt. So einfach? Und was heißt extra? Ein Skill, der von seiner Kraft her mit normalen Skills nicht zu vergleichen ist. Wow, dann ist das ja extra cool! Soll magische Wahrnehmung angewendet werden? Yes! Oh! Ich kann sehen! Ich kann sehen! Ich kann endlich sehen! Ach ja.
Ich bin also wirklich ein Schleim. Wie ist es? Oh, klar! Ich kann's jetzt. Vielen Dank dafür. Ein Drache! Da möchte ich mich jetzt noch einmal richtig vorstellen. Gut. Ich bin der Sturmdrache Veldora. Sturmdrache? Ich bin einer von nur 4 wahren Drachen, die in dieser Welt existieren. Hey, dein Versprechen hast du doch nicht vergessen, oder? Natürlich nicht. Ich bin auch kein bisschen eingeschüchtert. Ciao, ich komme mal zum Kutschen vorbei. Warte! Du scheinst was Besonderes zu sein. Eigentlich sind Schleime niedere Monster, die nicht denken, aber du hast eine Persönlichkeit. Bist du ein Unique? Was bedeutet Unique? Es beschreibt ein Monster mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Das kapiere ich nicht so ganz. Es ist so, ich war früher mal ein Mensch, aber ich wurde erstochen und als ich wieder zu mir kam, hatte ich diese Form. Ich verstehe, du bist ein Wiedergeborener. Also doch, dann bin ich also wirklich als Schleim wiedergeboren. Du bist auf ziemlich ungewöhnliche Weise in diese Welt gekommen. Wieso das? Hin und wieder kommt jemand aus einer anderen Welt. Du bist aber der erste Wiedergeborene, den ich treffe. Nur als Seele in eine andere Welt überzugehen, ertragen die meisten normalerweise nicht. Willst du damit sagen, es gibt hier auch Menschen, die hergekommen sind, ohne dafür wiedergeboren zu sein? Ja, sie werden Anderweltler genannt. Sobald diese Menschen in diese Welt übertreten, scheinen sie besondere Fähigkeiten zu erhalten. Verstehe. So kam ich wohl auch zu meinen Skills. Vielleicht sind ja noch andere Japaner hier. Dann muss ich mein Glück versuchen und einen dieser Anderweltler finden. Ach ja? Willst du denn jetzt schon gehen? Mann, der ist ja völlig fertig. Wenn ich so drüber nachdenke, kann ich ruhig noch etwas bleiben. Wir haben ja beide nichts vor. Wenn das so ist, dann bleib ruhig, solange du willst. Also, Veldora, du sagtest doch eben, dass du hier versiegelt wurdest, nicht wahr? Es freut mich, dass du fragst. Es war vor 300 Jahren. In meiner Zerstreutheit habe ich versehentlich eine Stadt niedergebrannt. Versehentlich? Und es kam jemand, um mich aufzuhalten. Es stimmt wohl, dass ich meinen Gegner ein wenig unterschätzt habe. Ich steckte meine gesamte Kraft in diesen Kampf, verlor am Ende aber trotzdem. Dabei siehst du so unheimlich stark aus. War der Gegner tatsächlich so mächtig? Ja, unglaublich mächtig. Unter den Menschen war sie als von den Göttern gesegnete Heldin bekannt. Eine gesegnete Heldin? Klingt wie aus einem Videospiel. Mit ihrem Unique-Skill absolute Abtrennung hat sie mich überwältigt und mich direkt im Anschluss mit dem Skill ewiger Kerker versiegelt. Ach das, was da so funkelt, ist das dieser ewige Kerker? Ja, diese Heldin hat sich selbst als Beschworene bezeichnet. Beschworene? Gibt es da einen Unterschied zu Anderweltlern? Es bedarf einer zeitlich aufwendigen Zeremonie und über 30 Magier, um jemanden aus einer anderen Welt zu beschwören. Boah, es gibt hier sogar richtige Magier! Das ist ja echt wie in einem Spiel! Man erwartet von den Beschworenen, als mächtige Waffe zu dienen. Als Waffe? Ja, für die Beschwörer. Damit die Beschworenen nicht gegen die Beschwörer rebellieren, werden ihre Seelen durch Magie mit einem Fluch belegt. Was sagst du da? Das klingt ja total grausam. Grausam? Ich weiß nicht, wie es in deiner früheren Welt war, aber in dieser Welt zählt einzig und allein das Gesetz des Stärkeren. So war es schon immer. Verstehe. Und seit du versiegelt wurdest, bist du die ganze Zeit hier und kannst nicht weg? Ja, so ist es. Und es ist so unglaublich langweilig. Ich hatte in 37 Jahren nie eine Freundin. Ich kenne das Gefühl, sich allein zu fühlen, wenn ich mir dann vorstelle, wie es wäre, 300 Jahre allein zu sein. Ich hab's! Was hältst du davon, wenn wir Freunde werden? Was sagst du da? Schleime fürchten sich bis ins Mark vor Sturmdrachen. Und du sagst, du willst mit mir befreundet sein? Wenn du nicht möchtest, ist das auch okay. Du Dummkopf, niemand hat behauptet, dass ich das nicht will. Also, was machen wir jetzt? Gute Frage. Ja, wenn du so darauf bestehst. Ich denke, ich bin bereit, über deinen Vorschlag nachzudenken. Der ist ja eine Zundere. Ah, okay. Ich bestehe drauf. Wenn du ablehnst, war's das. Und ich komme nie wieder.
Gut, ich habe keine Wahl. Lass uns Freunde sein. Aber du solltest lieber dankbar sein. Du bist ein komplizierter Typ. Aber ich freue mich drüber. Ja, ich auch. In diesem Alter neue Freundschaften zu schließen, fühlt sich doch ein bisschen peinlich an. Das war die Geschichte, wie ich von einem Amokläufer niedergestochen wurde, starb, als Schleim wiedergeboren wurde und mich mit dem Sturmdrachen Veldor anfreundete. Mein stinknormales Leben, in dem nie sonderlich was passierte, ist vorbei. Wer hätte je ahnen können, dass danach so etwas auf mich wartet? Und das ausgerechnet als Schleim. Ob Tamura daran gedacht hat, die Festplatte für mich zu schrotten? Hoffentlich hat er sich die Daten vorher nicht angesehen. Herr Mikami, mögen Sie in Frieden ruhen. Sollte ich jemals einen Sohn haben, werde ich ihn Satoru nennen. What the name I might a 日々に惑う立ちすくむような遥かな夢も絶望をも食らい尽くして願いの形刻みここへもう一度もう一度強く Fly on じりじりとめばいた衝動で That's kept to stay alive 今感じる全てがリアルならいつか歌詞になるだろう一つ一つ君を名付けに行こう To the east, to the west, to the high Down, down, to the period 最高Nächstes Mal, das Treffen mit den Goblins.